Ich wusste es. Ich wusste es. Hey und herzlich willkommen zu Part 91 von Let's Play The Sims 3 Legacy Challenge. Wir sind hier zurück bei Familie Baker, beziehungsweise nicht bei Familie Baker, sondern wir sind hier mit Eliza und Eleanor. Und ich sehe gerade, dass Eleanor voll die grünen Fingernägel hat. Was ist das denn? Oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall sind wir hier bei den Mädels. Im letzten Part sind die ja ausgezogen, denn im vorletzten Part sind die Vierlinge zu Erwachsenen geworden. Und Mann, mein Ballon fliegt hier so neben mir rum. Auf jeden Fall, genau, sind die Mädels jetzt hier in der Großstadt. Sie sind nach Downtown quasi gezogen und leben jetzt hier in einem Apartment. Die haben ja alle ein kleines Startkapital bekommen, beziehungsweise ein sehr großzügiges Startkapital, womit sie jetzt hier erstmal versuchen, ihr Leben zu leben. Eleanors Handy klingelt direkt, geh mal ran. Im letzten Part haben wir den beiden noch Jobs besorgt und ich habe das Apartment ein bisschen umgestylt. Ihr habt mir tonnenweise geschrieben, Nina, du hast die Tür vergessen. Ja, jetzt habe ich eine Tür installiert. Diese Tür hier hatte ich vergessen. Ja, genau. Ich habe ein bisschen was eingerichtet. Ist jetzt nichts Großes, wer auch immer da jetzt gerade angerufen hat. I don't know. Aber eigentlich hat Eleanor doch heute noch frei, ja. Genau, das ist das Gute. Die zwei haben heute noch frei. Sie haben nur Hunger. Und deshalb hat Eleanor hier, Eliza, jetzt gerade mal hier in der Küche ein bisschen was gezaubert. Denn ich habe gesehen, dass Eliza keinerlei Fähigkeiten hat. Sie hat einfach gar keine Fähigkeiten und das finde ich so krass. Deswegen dachte ich mir, vielleicht kann sie so ein bisschen sich mit dem Kochen beschäftigen. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ansonsten habe ich mir vorgenommen, dass wir heute auf jeden Fall ein Sugar Daddy für unsere liebe Eleanor suchen werden, denn das war ja so unser Plan. Ich habe jetzt auch in diesem Menü, im Story Progression Menü, ausgestellt, dass die Geschichte weiterläuft. Im letzten Part habe ich ja schon das hier in den normalen Einstellungen ausgestellt. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich so bleibt, weil Dylan hat ja dann auf einmal auch eine neue Freundin, die wir vorher noch nicht mehr ansatzweise kannten, glaube ich. Auf einmal war es seine Freundin und das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Und ihr habt mir auch geschrieben, Nina, du kannst die Schnelligkeit doch verstellen beim Story Progression Mod. Das stimmt, aber jetzt so bin ich zu faul. Nein, aber das werde ich vielleicht dann auch machen, wenn wir wieder zurück bei der anderen Family sind. Aber erstmal werden wir das jetzt so handhaben. Ihr wisst, also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie krass das ist, jetzt einfach hier nur so zwei Sims zu handhaben. Das ist voll krass. Also irgendwie, weiß ich nicht, kann ich das schon gar nicht mehr. Ich denke, irgendwer macht jetzt hier immer... Ja, mach hier mal ein Kompliment über die Kochkunst. Deine Schwester kann das sagen. Ich denke, irgendwer macht jetzt hier gleich irgendeinen Mist. Ich sehe gerade, dass sie genau das gleiche Outfit haben. Oh mein Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber euch auch nicht, glaube ich. Naja. Bedank dich fürs Kochen bei deiner Sis. Und, oh mein Gott, das wollten wir doch machen. Wir bitten sie, eine Band zu gründen. Ich wusste nicht, dass das jetzt schon geht. Ich meine, Eliza kann zwar noch gar kein Instrument, aber sie kann ja vielleicht singen oder so. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott! Und? Oh, wow! Ich weiß gar nicht, wie wir die Band nennen sollen. Kann man die nachträglich noch umbenennen? Ich hoffe es, weil mir fällt jetzt bestimmt nichts Cooles ein. Also schreibt mir mal jetzt in die Kommentare Vorschläge für die Band. Mädels finde ich ja schon gar nicht so schlecht. Sollen wir die einfach die Baker Girls nennen? Baker Girls? Oder Baker Girls? Girls? The Baker Girls? The Baking Girls? Wegen, versteht ihr? Kontur und Highlight und so? Kommen wir denn nicht? The Baking Girls. Das ist ein Kackname. Aber ist egal. Ich glaube, ich mache das B doch groß. Also, schreibt mir jetzt Namenvorschläge für die Band in die Kommentare. Ich hoffe, man kann es nachträglich ändern. Oder ihr schreibt mir halt, dass ihr den Namen cool findet. Ich finde ihn nicht cool, aber ihr habt die Wahl. Yay, oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass ich eine Band gegründet habe. Klar, Mann, ich bin bei deiner Band dabei. Wir werden das Haus rocken. Oh mein Gott, das klang so unelisahaft. Also es ging, glaube ich, gar nicht unelisahafter. Yay, sie haben eine Band gegründet. Das ist so cool. Und was kann man jetzt machen? Warte mal. Steht hier? Oh, Band. Band umbenennen, sehr gut. Bei The Baking Girls aussteigen, rauswerfen. Das ist ja mega cool. Und was können wir sonst noch so machen? War's das? Also wir müssen auf jeden Fall jetzt dann noch
Eleanor, oh, Nina, lass es doch mal Eliza noch ein Instrument beibringen. Aber erstmal werden wir gehen jetzt irgendwo in irgendeinen Pub. Am besten, wo es ein Instrument gibt, denn dann kann da Eliza sich ein bisschen an die Instrumente ranwagen. Und Eleanor kann sich mal umschauen, ob sie einen Sugar Daddy findet. Wir gehen mal hier in die Blood Rose Lounge zusammen. Und werden dann schauen, ob da Menschen sind um 14 Uhr. Die zwei haben übrigens auch bis 12 geschlafen, also nicht wundern. Wow, du siehst gut aus, Eliza. Sexy, hexy, mixy. Okay, ab in den Aufzug. Wohnen hier eigentlich auch coole Leute? Das können wir auch mal eben gucken. Wo ist denn hier das Klingelschild? Hier. Barbara, Ernst, Claude, Rand, Dara, Bund, Emanuel, Schwind, Garrett, Heuberger. Och, die Namen sind ja wieder großartig. Hugo, Whittaker, Janine, Wand, Christi, Herz. Okay, niemand, den ich will. Oh, Tyron! Woohoo! Okay, ja, aber sonst wohnt hier niemand, an dem wir Interesse hätten. Okay, komm, wir folgen dir. Also im nächsten Part werden wir dann wieder zurück bei unserer großen Familie sein. Aber ich wollte einfach noch einen Part hier mit den Mädels spielen, das Leben so ein bisschen einleiten und danach lassen wir sie dann in die große, weite Welt hinaus und sie sind auf sich allein gestellt. Ich bin wirklich gespannt, was sie daraus machen. Hier waren voll die Steine. Ihr könnt mir mal schreiben, ob wir dann den Story Progression Mod wieder installieren, also aktivieren sollen, damit das dann auch weitergeführt wird, die Geschichte. Wer bist du und warum bist du so gut in dem, was du tust? Können wir jetzt hier als Band theoretisch auftreten? Oh, Milo Baker. Warum heißt der Milo? Unser Hund ist Milo. Oh, wow. Können wir... Ich will mal gucken. Jam Session. Oh, nein. Band. Oh, nee, Band umbenennen. Und sie beginnt jetzt eine Band Session oder wie? Jam. Kann sie jetzt mit jammen? Jam mal mit. Jam Session. Wir jammen mit. Warum jammt die denn jetzt nicht? Hä? I don't understand. Where are you going? Warum geht sie denn jetzt damit da hinten hin? Ich verstehe es nicht. Kann sie jetzt mit jammen? Band. Warum kann ich denn immer die ganze Zeit nur Band umbenennen? Ich will die Band nicht umbenennen. Und sie spielt hier jetzt für Geld? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Also, falls ihr Ahnung habt, wie das Ganze funktioniert mit dem Band sein und keine Ahnung was, dann schreibt mir das super gerne in die Kommentare. Denn ich habe da nicht so viel Ahnung von. An Jam Session teilnehmen, das will ich machen. Ich will, dass wir zusammen spielen. Eliza, kannst du bitte hier hinkommen mit deinem Bass oder was auch immer du da spielst? Es fängt an zu schneien. Es ist nämlich jetzt Winter. Yep. Nach Sugar Daddies sieht es ja auch nicht so aus, ne? Großartig. Aber es ist eigentlich eine ganz coole Bar. Ich finde es eigentlich ganz nett hier. Muss man mal so sagen. Mädels, ich weiß nicht, ob das so der Sinn von einer Jam-Session ist, dass der eine hier sitzt und der andere am anderen Ende der Welt. Weiß ich nicht, ob das so gedacht ist. Vielleicht gehen wir mal mit Eleanor irgendwie in eine Bücherei oder so. Vielleicht finden wir da einen Sugar Daddy. Wir brauchen ja wirklich einen Sugar Daddy. Einen richtig... Oder soll ich einen Sugar Daddy erstellen? Das wäre natürlich auch witzig, ne? Das wäre auch witzig, weil hier oben ist so ein krasses Haus. Pass auf. I can show you the world. Wenn mein Spiel da nicht leckt. Hier. Dieses Haus ist so krass. Guckt euch das mal an. Kostet auch irgendwie 50.000 Euro. Ja, 50.000 wäre schön. 440.000 Simoleons kostet das hier. Aber es ist mega krass. Soll ich einen Sugar Daddy erstellen und den hier einziehen lassen? Das mache ich aber eben. Ich mache das mal ganz kurz. Bis gleich. So, ihr fragt euch wahrscheinlich jetzt, Nina, hast du deinen Sugar Daddy erstellt? Und ja, ich habe den Sugar Daddy erstellt. Allerdings haben wir nicht mehr den gleichen Tag, wo ich noch vor 2 Sekunden aufgenommen habe, sondern es ist, glaube ich, fast 4 oder 5 Tage später. Ich habe einen Sugar Daddy erstellt und dann ist mein ganzes Spiel abgestürzt und das hat mich so sehr genervt. Ich war richtig, richtig abgepackt. Und dann hatte ich keinen Bock aufzunehmen. Deswegen bin ich jetzt zurück. Und
Wie heißt du nochmal? Eleanor ist jetzt gerade noch hier dabei, mit Eliza zu jammen. Allerdings habe ich jetzt, wie gesagt, diesen Sugar Daddy platziert. Und ja, ich glaube, es wird Zeit für Eleanor mal beim Sugar Daddy vorbeizuschauen. Sie denkt sich natürlich, okay, wo kann ich den reichsten Mann der Stadt finden? Sie weiß, dass es hier eigentlich nur eine richtige Villa gibt und das ist diese hier. Und er ist nicht zu Hause. Elvis, wo bist du? Da ist ein Kätzchen. Er hat ein Kätzchen. Das ist Toulouse. Ist der nicht süß? Es ist ein R. Wo ist er denn? Was macht er denn jetzt? Vielleicht kommt er in unsere Bar. Das wäre natürlich großartig. Ja, auf jeden Fall ist das hier sein Hütchen jetzt. Und ich glaube, Eleanor möchte sehr, 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 sehr gerne dort wohnen. Mal gucken, ob er jetzt irgendwie hier auftaucht. Das wäre wirklich cool, aber ich bezweifle es. Das wäre schon echt ein extremer Zufall, wenn er jetzt ausgerechnet hier auftauchen würde. Wer kommt denn da alles? Wer bist du? Ehrentraut! Die Ehrentraut ist aber auch immer am Start, ne? Vielleicht sollten wir uns mal mit ihr unterhalten. Eliza, check mal Ehrentraut auf Herz und Nieren. Geh mal zu ihr und geh sie mal freundlich begrüßen. Mein Auge juckt. Oh, wir haben noch früh am Morgen übrigens. Also wir haben zwar 11 Uhr, aber eigentlich haben wir erst 10 Uhr, weil die Uhren heute Nacht umgestellt wurden. Und ich leide darunter. So, Eleanor, wo gehst du jetzt hin? Sich selbst wurden dann richtige Eleanor. Oh, ich würde so gern wissen, wo der Mann ist. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist er jetzt auch wieder zu Hause. Oder wir müssen jetzt in einen anderen Schuppen gehen. Vielleicht. Nein, er ist nicht wieder zu Hause. Wir gehen einfach jetzt nochmal in einen anderen Club. Wir gehen in eine Disco. Gibt es hier eine Disco? Hier ist eine Disco. Cocktails and Company. Das hört sich doch gut an. Dann gehen wir hier hin mit Eliza. Ich habe schon die Gruppe aufgelöst, weil ich dachte, Eleanor geht jetzt zu ihrem Boy. Das kann sie sich übrigens... Oh nein! Ich dachte, da steht, dass sie sich ein Piano wünscht. Aber wir haben schon eins. Und sie möchte mit einem anderen Sim jammen. Hast du zwar eben gemacht, aber macht gar nichts, meine Liebe. Macht einfach nichts. Ist Eliza jetzt auch mit drinne? Wo? Sie sollte doch mitkommen. Ausflippen. Ja, flipp du mal. Mach mal. Alles gut. So, wo kommen wir jetzt auch mal hier an irgendwie? Hello, wer ist Party? Minus 5 Simoleons. Eliza, was machst du? Oh, sie spielt. Ist er das? Ist er das? Ist er das? Leute, das ist Schicksal. Das ist wirklich Schicksal. Geh sofort zu ihm hin. Geh zu ihm hin und begrüße ihn. Scheiß auf die Dings. Das ist Elvis. Er ist ein richtiger Sugar Daddy. Ich habe ihm diese Handschuhe ausgezogen, aber mein Spiel zieht sie mal wieder an. Guckt ihn euch an. Es ist jetzt voll dunkel, aber... Oh, guckt ihn euch an. Ist er nicht ein Cutie? Yep, das ist Elvis. Ich hoffe, die zwei mögen sich. Oh mein Gott. Hallo. Hey. Na? Jawohl. Geht ab? Alles gut? Okay. Wir lernen ihn erst kennen. Und dann... Er ist auch ein Snob. Und Eleanor ist auch ein Snob. Wow. Das ist ja großartig. Wir prahlen mal mit unserem Pool und gucken mal, ob er das mag. Weil vielleicht findet er das ja toll, wenn man auch prahlt. Wir versuchen es einfach mal. Oh, wie aufregend. Wir müssen dringend ihre Fingernägel ändern. Weil ich glaube nicht, dass Eleanor so grüne Fingernägel tragen würde. Eliza, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, du schleuderst hier unser Geld aus dem Fenster, ne? Macht gar nichts, meine Liebe. Alles gut. Und sie möchte kosmisch bowlen gehen. Alles klar. So, mal gucken, ob er das mag. Oh nein, er mag es nicht. I'm very sorry. Okay. Es tut mir leid. Entschuldige dich sofort. Sag sofort Entschuldigung. Und dann... müssen wir uns bei ihm einschleimen. Okay, plauder erstmal mit ihm. Und wenn du dann mit ihm geplaudert hast, dann bestellst du einen Drink für ihn. Ich hoffe, er mag das. Und, nein, The Baking Girls. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Witzig. Okay, von neuem Haus schwärmen könnten wir eigentlich machen, aber ich weiß nicht, ob er das so gut findet. Ich glaube, wir freuen uns erstmal noch ein bisschen an und dann können wir das vielleicht später machen. Und dann sind wir vielleicht noch ein bisschen lustig mit ihm. Nein, du kannst jetzt nicht auf Toilette gehen.
Wir sind mitten in einem Gespräch, in dem Gespräch, was über deine Zukunft entscheiden wird. Hi Christopher, wir machen hier gar nichts. Es ist alles gut. Oh, mich irritiert das so, dass der Schirm heißt. Geh einfach weiter. Wir reden hier einfach nur mit einem alten Mann und wollen ihm über die Straße helfen. Ach ja, sie bestellt jetzt einen Drink. Klar kannst du mir einen Drink ausgeben. Wie wäre es mit einem rockender Roller? Wow. Genau so siehst du auch aus. Und sie möchte gern einen Gig spielen. Okay. Naja, eigentlich wurde ihr nicht ein bezahlter Auftritt angeboten, aber egal. Das ist hier der Schuppen also. Waren wir schon mal? Ich weiß es nicht. Sieht ganz cool aus. Oh, hört mal. Nee, das war falsch. Wo ist es? Nee. Sorry, ich muss aufpassen hier, weil YouTube wird immer krasser mit den Richtlinien, das mit der Musik und so. Und ich will nie, dass meine Videos gesperrt werden. Okay, da sind unsere Drinks. Ja, Eleanor, es tut mir leid. Oh, wartet. Pass auf, ich cheate jetzt einfach mal ganz kurz. Wir müssen uns anstrengen, dass wir unseren Boy kriegen. Ist er noch da? We are young. Okay, sorry. Yes, da ist er noch. Elvis. Oh nein, Elvis muss auch pinkeln. Kann ich ihn irgendwie cheaten, dass es ihm gut geht? Geht das irgendwie? Laune? Spaß. Oh mein Gott, er braucht Spaß. Harndrang minus 91. Aber kann ich die Laune nicht irgendwie gut cheaten? Gun-Funktion. Wir könnten ihn schwängern. Spaß. War nun Spaß, Leute. Alles gut. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Fortgeschrittene Funktion. Profi-Funktion. Keine Ahnung. Egal. Dann soll er gleich ruhig auf Toilette gehen. Aber erstmal trinkt er unseren Drink. Oh mein Gott, guckt euch diese zwei Süßen an. Es ist der Beginn einer wunderbaren... Oh, jetzt haben sie ihre Drinks weggetan. Ich wollte gerade sagen, es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Aber es wird so viel mehr als das, Leute. Es wird so viel mehr als das werden. Ich hoffe, er ist nicht gelangweilt von uns. Was möchte sie? Mit Elvis über sich selbst reden. Ja, aber noch nicht jetzt. Weißt du, das ist jetzt noch nicht so das Richtige. Okay, er findet uns großartig. Er findet uns total witzig. Das ist sehr schön. Okay, seid weiter lustig. Los, erzähl ihm einfach noch eine lustige Geschichte hinterher. Und dann lernen wir ihn noch ein bisschen mehr kennen. Und verraten ihm vielleicht ein Geheimnis. Okay, Eliza ist jetzt ein Nerd. Großartig. Sie ist ein Nerd. Oh nein! Was? Ach so. Ich dachte gerade schon, sie kriegt Ärger von Ben, aber sie ist ja erwachsen. Wo ist Ben? Hey, Daddy. Where are you? Daddy? Daddy? Hä? Oh, da ist er. Hey! Oh, wie süß. Okay, Liza, wie wär's denn, wenn du hier... Kannst du das nicht mit Ben machen? Nein, geht nicht. Dann spiel doch mit Ben hier Billard. Spiel mit Ben Baker. Billard, yay! Oh mein Gott, die zwei haben auch einfach gar keine Beziehung. Das ist gut, dass sie da mal ein bisschen Billard spielen. Und die zwei hier freunden sich immer mehr an. Großartig. Die zwei sind jetzt endlich Freunde. Ich habe die ganze Zeit miteinander agieren lassen. Und ich werde Eleanor jetzt nach Hause gehen lassen, weil ich glaube, es wird Zeit. Sie muss morgen ja auch arbeiten. Sie muss ja zum Glück erst um 15 Uhr anfangen. Obwohl, wartet mal. Wisst ihr, was wir jetzt... Wir versuchen noch eine Sache. Danach kann sie nach Hause gehen. Eine Sache versuchen wir noch. Wir versuchen ihn jetzt anzuflirten. Und wenn er das annimmt, dann werden wir vielleicht woanders heute schlafen. Hallo, warum? Okay, jetzt. Flirte ihn an. Los. Bleib stehen. Bleib stehen. Ja. Okay. Okay, Leute. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Beruhigt euch. Jetzt ist alles gut. Okay. Und? Ich wusste es. Ich wusste es. Oh mein Gott. Er ist ja auch kokett. Nina, du bist eine Granate. Okay, mach ihm ein Kompliment über sein Aussehen. Und? Oh mein Gott, er steht voll auf sie. Oh wow. Oh wow. Oh mein Gott, die Fahrgemeinschaft für Eliza fährt in einer Stunde. Eliza, Girl, das tut mir so leid für dich. Okay, mach ihm ein Kompliment über seinen Charakter. Und umarm ihn.
Eliza, bist du zu Hause? Ja, sie ist zu Hause im Bett. Sehr gut. Also eigentlich müsste sie jetzt aufstehen, aber... Oh mein Gott. Eleanor. Was? Oh mein Gott, da hinten läuft ein Pferd. Was tust du nur hier? Wir werden Händchen halten mit ihm. Und ihn vielleicht nochmal anflirten? Oh mein Gott. Oh wow. Guck mal, wie gut die zwei sich verstehen. Oh, okay, massier ihn. Und Leute, dann wagen wir es einfach. Okay, pass auf. Leute, ich bin so aufgeregt. Oh Gott im Himmel. Hallo, hallo, hallo. Bitte massier ihn nicht mehr. Okay. Und? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und? Oh mein Gott! Oh, was? Okay, entschuldige dich. Entschuldige dich bei ihm. Sofort. Okay, okay, er mag uns wieder. Alles gut. Okay, dann... Oh nein, der erste Kuss abgelehnt. Eleanor. Aber sie gibt natürlich nicht auf. Sie gibt nicht auf. Sie wäre nicht Eleanor, wenn sie jetzt aufgeben würde. Okay, flirte ihn weiter an. Mach ihm Komplimente. Da scheint er ja drauf zu stehen. Und umarm ihn. Vielleicht braucht er ein paar Blumen. Wir schenken ihm violette Blumen. Warum auch immer. Und flirten einfach nochmal. Oh mein Gott, Eliza ist zu spät zur Arbeit gekommen. Wir müssen uns dringend um sie kümmern. Aber das geht nicht jetzt, denn wir müssen uns um wichtigere Dinge kümmern. Sag ihm, dass du ihn unglaublich attraktiv findest und ihn einfach nicht aus deinem Kopf bekommst, auch wenn du ihn heute erst kennengelernt hast. Puh. Okay, Eliza, bist du der... Oh mein Gott, sie liegt im Bett. Eliza. Okay, sie hat wahrscheinlich auch voll Hunger jetzt. Ja, es geht ihr grauenvoll. Aber wir müssen uns um unsere Zukunft kümmern. Okay, flüster ihm ins Ohr. Und umarm ihn. Oh mein Gott. Hört ihr das? Und streichel ihm die Wange. Oh mein Gott. Guckt es euch an. Eliza, ich glaube es nicht. Du bist echt... Okay. Jetzt aber. Also, wenn er jetzt nicht sagt... Okay. Oh mein Gott. Oh, wieso finde ich das süß? Eigentlich sollte ich das nicht süß finden, aber ich finde das süß. Oh mein Gott. Okay, küss ihn nochmal. Und mach mit ihm rum. Los. Oh, oh, wie süß. Mitten auf der Straße hier und den beiden geht es voll schlecht, aber süß. Yeah. Oh mein Gott. Oh Gott, Leute, ich bin fertig mit den Nerven. Ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt eine richtige Beziehung mit ihm eingehen sollen. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause und lasse ihn erstmal Elvis sein. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie wir das weiter fortführen sollen. Ob wir eine richtige Beziehung mit ihm eingehen sollen oder... Ich weiß es nicht, wie das weitergehen soll. Schreibt es mir wirklich unbedingt in die Kommentare. Eliza ist jetzt auf der Arbeit. Ihr geht's, oh nee, ihr geht's gar nicht so schlecht. Sie hat sich sehr gut um sich selber gekümmert. Und Eleanor ist jetzt auch endlich gleich zu Hause. Und dann müssen wir uns mal ein bisschen wieder um sie kümmern. So, gehen in den Aufzug rein. Aber eigentlich müssten wir schon die Beziehung jetzt eingehen, weil ich habe ja jetzt dieses Story Progression ausgestellt und wenn ich das nicht wieder anstelle, dann werden die wahrscheinlich jetzt auf ewig einfach nur sich ganz nett finden. Ah, Leute, ich weiß es nicht. Okay, wir werden jetzt erstmal... Ah nee, wir können nichts kochen, weil wir sind zu müde. Sie muss definitiv auch noch etwas schlafen, denn sie muss gleich arbeiten. Oh. Gott im Himmel, Nina, was hast du ihr angetan? In 6 Stunden muss sie arbeiten. Warum zieht sie sich jetzt so an? Ach, versteht kein Mensch, ne? Wie schlägt sie sich denn eigentlich so? Ja, sie schlägt sich eigentlich gar nicht. Triff mal ein paar deiner Besatzung. Besetzung. Okay, ja. Triff die mal ein bisschen. Guck mal, was da so für Leute sind. Und dann
Sehen wir weiter. Im nächsten Part werden wir dann ja auf jeden Fall wieder mit der großen Family spielen. Aber ihr könnt mir trotzdem schreiben, was wir dann jetzt mit den beiden hier machen sollen. Also was, ob Eleanor jetzt die Beziehung wirklich mit Elvis eingehen soll. Wo ist er denn? Ach. Hier ist er. Das ist schon witzig. Guck mal, er ist reich. Es wäre auch schlecht, wenn das nicht da stehen würde, denn er ist wirklich, 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 wirklich sehr reich. Naja, okay. Ich werde den Part an dieser Stelle dann jetzt beenden. Und ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und es gibt natürlich auch noch ein Edit des Tags, aber das muss ich mir ganz kurz aus meinen Bildern raussuchen. Eine Sekunde. Wo ist es denn jetzt? Ich habe doch ganz viele gescreenshottet. Hier. Okay. Bleibe länger und beseitige das Chaos. Ja, ja, Eleanor. Ach, Eliza, mach du mal. Das Edit des Tages kommt heute von Simfinity.Goals. Und ich finde das Edit irgendwie mega schön. Also vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Edit. Und liebe Grüße an dich. Und liebe Grüße auch an alle anderen. Ich habe euch ganz doll lieb. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.